Hallo und herzlich willkommen zur neuen Sendung von Schrank TV Talk. Mein heutiger Gast, ein ganz besonderer Gast. Viele von euch haben mich angeschrieben, haben gesagt, bitte, 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 wir warten dringendst auf ein Folgeinterview. Deswegen begrüße ich recht herzlich Andreas Popp, mein lieber Andreas. Schön, dass du den Weg gefunden hast, extra zu uns zu kommen. Lieber Heiko, ich freue mich, dass ich hier bin. Wie war der Weg heute hierher? Ja, das war relativ kompliziert. Wir hatten auf der Autobahn einen langen Stau. Das ist man ja in Kanada nicht gewohnt. Da gibt es ja nicht mal einen Verkehrsfunk. Aber das ist, wobei wir hatten neulich auch einen Stau. Da hatten wir Rush Hour in St. Peters an einer Schleuse. Das waren über 4 Autos, die da in der Reihe standen. Da reden Sie heute noch von. Das ist so, ja, so. Ja, ja. Sehr Wahnsinn. Ja. Und jetzt ist es natürlich so, was machst du eigentlich gerade in Deutschland? Du bist ja in Kanada, so oft bist du ja auch nicht in Deutschland. Mhm. Was ist der Grund eigentlich, warum du hier bist? Es sind 2 Dinge. Ich hatte private Gründe auch, dass ich hier zu meinen Eltern, mein Vater lebt noch und den schätze ich sehr. Und ich freue mich, dass ich ihn nochmal sehen darf. Und es ist ja auch ein höheres Alter, was er jetzt hat. Und dann habe ich das verbunden mit 2 Seminaren. Das war mir auch wichtig, weil so viele Leute momentan fragen. Und es herrscht ja momentan eine etwas Angstsituation, kann man so sagen. Und viele wollen aus Deutschland raus, aber Angst ist immer ein falscher Ratgeber. Und ich werde mit Mails zugeflutet, wie komme ich nach Kanada? Und ich sage erstmal, in der Ruhe liegt die Kraft, Überblick verschaffen und dann entspannt rangehen. Und dann habe ich Fragen beantwortet und dazu etwas gesagt, ja, zu dem Thema. Genau, kannst du dich noch an unser letztes Interview erinnern? Das war, glaube ich, Anfang Dezember in Walsrode. Ich erinnere mich gut dran. Warum? Nein, ich träume jetzt nicht jeden Tag davon, aber ich weiß, dass es eine schöne Zeit war und wir haben ein schönes Gespräch gehabt. Es war deswegen schön, weil wir hatten uns, glaube ich, zu dem Zeitpunkt über 10 Jahre nicht gesehen. Dann haben wir uns getroffen und du hast recht, ich habe selber nicht damit gerechnet, dass dieses Interview so erfolgreich war. Also wir haben jetzt 250.000 Aufrufe, ist schon eine Menge. Mhm. Und deswegen sitzen wir heute hier, weil ich habe immer wieder, also es war aus meiner Sicht ein sehr rundes Interview, aber viele haben geschrieben, ich hätte gerne noch 2-3 Stunden länger hören können und war begeistert von den eloquenten Redeart von Andreas Popp. Und da haben wir gesagt, okay, heute fangen wir da mal an. Okay. Ist das die Drohung einer Serie jetzt? Genau. Okay. Na, meist reicht 2. Teil reicht meist aus. Ja, gut. Sicht. Genau. Es ist eine Menge passiert. Gerade aktuell, letzten Tage, die Sache mit den Impfen. Ja. Überall reden Sie davon, der neue Zwang soll wiederkommen hier in Deutschland. Was ist deine Meinung zum Thema Impfen? Naja, es ist ja eine Enteignung der Menschen. Wir haben die Unantastbarkeit der Menschenwürde und damit auch die Unverletzlichkeit des Menschen in seiner körperlichen Struktur. Eine Impfung stellt ja eine grobe körperliche Verletzung dar, weil die äußere Haut durchstochen werden muss. Und aus diesem Grunde verstößt es natürlich schon gegen die Verfassung, gegen das Grundgesetz. Und man kann es zwar auf gesetzlichem Wege dann regeln, aber das ist ja ähnlich mittlerweile wie die Umkehr der Beweislast bei der Organtransplantation, wo ich jetzt mittlerweile ein Schriftstück aufsetzen muss, dass mir der Körper über meinen Tod hinaus gehört und nicht die, ich sage, es ist ja ein Mordsgeschäft mit der Organtransplantation und dass man da eben halt seinen Körper... Im wahrsten Sinne des Wortes, Mordsgeschäft. Ja, ich weiß schon, was ich sage. Es ist... Und es ist wirklich so, dass ich da an der Stelle natürlich sage, das kann nicht sein, dass ich jetzt da mich drum kümmern muss, dass ich meinen Körper behalte über meinen vermeintlichen Tod hinaus oder über das, was man heute, gibt so viele Todesarten, Hirntod, Hirnstammtod, Biotod und es gibt auch einen klinischen Tod. Also das ist ja heute kein Begriff mehr wie früher, dass man leichenstarr war und Flecken hatte, sondern heute gibt es da verschiedene. Also du siehst quasi diesen wirtschaftlichen Aspekt, der auch dahinter steckt, hinter dieser Organtransplantation. Ja, na klar. Also wir haben natürlich jetzt gigantische Summen, die investiert wurden in Transplantationszentren. Und nun müssen natürlich auch die Märkte geschaffen werden, dass da eine Auslastung entsteht. Ist ja klar. Aber das Thema an sich ist ja nicht allzu neu, ne? Weil ich glaube, es hat ja angefangen, wann war das? 67. Ende der 60er Jahre, genau, mit der ersten Herz-OP. Christian Barnard, ja. Und wie kannst du dir erklären, dass dieses Thema momentan so aktuell ist? Jens Spahn hat es ja... Wir haben ein Wirtschaftssystem, welches Wachstum braucht. Und da geht man auch über die Situation hinaus, dass lebende Menschen eben halt auch biologisch getötet werden. Wer geht davon aus? Naja, es ist ja, ich meine, man ist also bereit, im Interesse des Wachstums eben halt alle möglichen Hemmschwellen zu überwinden, ja.
Um dieses Wachstum zu... Um das Wachstum zu generieren. Wir sehen es, dass Menschen, die gesund sind, blutsenkende Mittel bekommen. Wir sehen Menschen, die in Ordnung sind, dass sie mit Medikamenten eingestellt werden. Also früher bekam man etwas, wenn man was hatte, heute bekommt man etwas, weil einem etwas fehlt. Es sind ja ganz andere Argumentationen. Und das bedeutet, erstmal als erstes wird man eingestellt. Und man darf nicht sterben, auch nicht gesund werden. Das Klassische. Und dann werden auch die Daten immer weiter runtergesetzt, dass man eben halt auch schon Medikamente bekommt, wenn man noch recht fit ist. Also wenn ich vor 4 Jahren noch als gesund erklärt worden wäre, müsste ich heute also schon mit schwersten Medikamenten zu rechnen haben, um das überhaupt noch zu überleben. Bei demselben Befund. Gut, jetzt reden wir ja, ein Befund muss ja ein Arzt erstellen. Ja, aber man kann ja die entsprechenden Parameter runtersetzen. Das haben sie gemacht, ja? Ja, natürlich, klar. Wenn ich früher gesehen habe, dass wir Bluthochdruck hatten, eben halt bei einem bestimmten Wert, und da wurde dann maximal, also wer drüber kam, wurde dann blutdrucksenkende Mittel verabreicht, und heute ist das um 30% weniger und es werden auch die Dinger verabreicht. Das bedeutet ja, wir brauchen ja auch ein Wachstum in der Krankheitswerdung. Denn wenn einer gesund wird, der schlimmste Wirtschaftsteilnehmer, den wir haben können, ist eine Mutter, die ihrem Kind einen Apfel und eine Scheibe Vollkornbrot mit zur Schule gibt. Das ist ja ein schlechter Wirtschaftsteilnehmer. Wir brauchen jemanden, der 10 Euro in die Hand bekommt und geht dann zu MC Donald und kauft sich da beispielsweise irgendeinen Burger, sonst was, womit dann eben halt die Prekärgeschäfte, die Prekärbeschäftigten zumindest ein kleines bisschen noch an Zinsen abzahlen, an Steuern bezahlen müssen und natürlich dieser junge Mensch dann irgendwann mit 15 dann an Überfettung schon in Schwierigkeiten kommt und dann mit 17 die ersten Beta-Blocker nehmen muss. Das sind ja natürlich angemessene Wirtschaftsteilnehmer, die man braucht und keine gesunden jungen Menschen, die fit sind und geistig womöglich noch klar, womöglich noch eine eigene Meinung haben. Also das ist schon, ist ja, hängt ja alles mit dem Wachstum zusammen. Also wenn man keinen hat, muss man welchen machen. Künstlich erschaffen quasi. Ja klar, klar. Gut, jetzt ist ja eigentlich Grenzen des Wachstums. Club of Rome war ja eigentlich, glaube ich, deiner ersten Vorträge, die du gehalten hast, war nochmal in 18 Jahren, ne, wo es um die Thematik ging. Ich habe, ja, das war die Ursache. Das war so eine Initialzündung, die ich als junger Mann hatte, als ich festgestellt hatte, es findet ein Problem statt. Und dieses Problem ist die Verreichung der Menschen. Und zwar nicht die Verarmung, das ist ja nur die Konsequenz auf der anderen Seite der Medaille, sondern die Verreichung einiger weniger Menschen ist das Problem. Ja, und die Menschen werden immer weniger an der Stückzahl, aber immer reicher in der Summe. Und das führt auf der anderen Seite zu einer Massenverarmung. Und immer wieder stellen dann heute die wissenschaftlichen Institute fest, völlig überrascht natürlich, dass die Masse noch ärmer geworden ist und einige wenige noch reicher geworden sind. Und das ist natürlich absurd, hat auch mit Wissenschaft nicht mehr zu tun im Sinne von, es schafft Wissen, sondern es ist einfach eine Verdummbeutelung der Menschen, weil wir haben nun mal 2 Seiten einer Medaille. Wenn wir nur die eine nennen, dann kommt man da natürlich nicht hinter. Eigentlich können wir die Welt umdrehen auf den Kopf, aber dann würde man sie eigentlich nur gerade stellen, weil sie steht ja bereits auf dem Kopf. Genau. Aber im Endeffekt ist es ja das exponentielle Wachstum, was ja so oder so vorhanden ist. Ne? Mhm. Also muss es ja so kommen oder sehe ich das irgendwie falsch, dass einige wenige partizipieren und die Klar. Masse letztendlich verarmt? Liegt ja schon alleine in dem System an sich. Oder so ein Denkfehler? Nein, nein, ist klar. Ich sage immer, wenn einer 1 Milliarde hat und vererbt sie seinem kleinen neugeborenen Sohn und er würde die Zinsen dafür bekommen, dann hätte dieser junge Bengel mit seinem ersten Tag nach seiner Geburt einen Zinsertrag von nach Steuern von ungefähr 130.000 Euro pro Tag. Und davon kann man ja leben, wenn man sich zusammenreißt. Und 130.000 Euro am Tag ist natürlich eine so horrende Summe, die kann man natürlich nicht ausgeben. Man kann jetzt sagen, ja, würde ich schon ausgeben, gar keine 130.000 am Tag, kein Problem, kaufe ich mir einen Ferrari. Aber es ist eben halt nicht ausgeben, dann heißt der Buchungssatz ja Fuhrpark an Kasse. Ist ein Aktivtausch, ich drehe nur mein Kapital um. Das heißt, nach einem Jahr hat er bereits ein Vermögen in Form der Zinsen angesammelt von circa 50 wohl richtig guten Einfamilienhäusern in Deutschland inklusive Grundstück. Mit seinem 10. Jahr bereits 500 am Tag. Und die Milliarde ist immer noch da. Das ist ein super Vergleich, kann ich verstehen. Die Frage ist nur, stimmt es denn immer noch heute, weil wir haben ja mittlerweile Negativzinsen, weil du sagst Zinsertrag. Wo kriegt ihr den Ertrag denn her in der jetzigen Zeit? Die Zinserträge sind ja letztendlich nur die Begrifflichkeiten aus dem reinen Geldsystem, aus dem Monetärsystem. Also wenn ich etwas verzinse, zum Beispiel in Form von Mieten. Du nimmst alle zusammen. Ich habe Objekte, Dividenden und so weiter. Dann ist das ja bereits ein Mietzins. Zins ist ja nicht nur eine Summe oder eine Leihgebühr. Zinsen sind ja Leihgebühr für Geld.
Ich miete entweder eine Immobilie oder ich miete mir das Geld, um mir eine Immobilie zu kaufen. In einem Fall muss ich die Miete bezahlen für das Objekt. In der anderen Seite zahle ich die Miete für das Geld. In beiden Fällen gehört mir das Objekt nicht. Bloß bei der Geldmiete habe ich das Risiko, dass das Objekt sich negativ entwickelt und so weiter. Sieht man auch jedes Jahr, ne? Die Anzahl der Millionäre, gibt es mal Statistiken, die nimmt ja jedes Jahr zu. Ja. Der zigfachen Millionäre. Der normale, einfache Millionär, der kleine Millionär, der arme Millionär, der über 3, 4, 5 oder bis 10 Millionen, also der klassische, die Underdogs gewissermaßen. Die Unterschicht der Millionäre. Die Unterschicht der Millionäre, die bauen auch noch fleißig ab. Also man sieht das in den vermeintlich hochwertigen Gebieten, wo die früher die sogenannten Wohlhabenden lebten. Auch die gehören zu denjenigen, die ihr Kapital verlieren werden, weil eben halt ein wie ein schwarzes Loch. Es gibt Menschen, die haben über hunderte von Milliarden als Privatpersonen und die ziehen aus diesen hunderten Milliarden, wie gesagt pro Milliarde 130.000 Euro pro Tag. Zinsen pro Tag und die Summen bleiben erhalten. Da entsteht natürlich ein Verreichungsproblem und eine exponentielle Funktion der Verreichung, die große Schwierigkeiten natürlich macht, weil die Wirtschaft hat nur eine bestimmte Wirtschaftskraft, die produziert werden kann. Und wenn dann beispielsweise Ultrareiche ein bedingungsloses Spitzeneinkommen haben und dieses bedingungslose Spitzeneinkommen, nichts anderes sind ja die Zinserträge, dann können sie auf die gesamte Produktivität der Wirtschaft zugreifen, sodass für diejenigen, die diese Produktivität bringen, gar nichts mehr bleibt, weil sie es abgeben müssen, systemisch an die arbeitslosen Reichen zum Beispiel. Was jetzt aber keine Bewertung ist, die bösen Reichen und die guten Armen, sondern es ist ein System, was auch die Reichen nicht verstehen. Und die Reichen sitzen genauso beim Psychotherapeuten, weil das morphogenetische Feld sie natürlich genauso negativ erreicht wie die Armen. Also das ist ja kein Glücksfaktor. Und diese Unterschicht der Millionäre, wenn wir mal von denen sprechen, die nur, wie du sagst, 2, 3, 4 Millionen haben. Also Unterschied sind ja die, die teilweise im Mittelstand ja hier verankert sind. Ja. Ich kenne selber jemand, daher weiß ich es so gut. Die haben 20 Mitarbeiter, zahlen Steuern bis zum Abwinken, ist nur noch am Arbeiten. Und du bist ja der Experte, wenn ich es mal so sagen darf. Kanada kennt sich bestens aus. Die Leute kommen jetzt zu dir zum Seminar, wollen sich quasi Rat einholen. Ja. Und die Politik redet ja vom Einwanderungsland Deutschland. Deswegen stelle ich die Frage an dich, sind wir nicht auch mittlerweile ein Auswanderungsland geworden? Ja, natürlich sind wir ein Auswanderungsland. Von genau diesen Leuten, von denen wir gerade sprachen, dieser Unterschicht, die sagen, ich habe die Schnauze voll, ich möchte nicht mehr hier, ich zahle nur noch Steuern und suche danach Lösungen. Ist doch so. Ja, also sind wir dann Auswanderungsland auch. Wir beschreiben es ja auch mit dem Wort Bevölkerung. Ja, Volk und Bevölkerung sind ja zwei verschiedene Dinge. Arbeit ist etwas anderes als eine Bearbeitung. Wasser ist etwas anderes als eine Bewässerung. Und Volk ist etwas anderes als eine Bevölkerung. Eine Bevölkerung ist ein Prozess. Und dieser Bevölkerungsprozess, der findet gerade statt. Wie auch immer. Da tauscht sich gerade etwas aus und das findet gerade statt. Das heißt, mit dem Begriff Bevölkerung, wir haben ja eine Hoheit mittlerweile der Worte, mit dem Begriff Bevölkerung beschreiben wir es eigentlich recht exakt. Wenn man es nicht hinterfragt, merkt man es meistens nur nicht. Genau. Und was ist jetzt deine Intention letztendlich? Was sagst du? Wir hatten letztes Mal auch drüber gesprochen, kann mich noch erinnern, haben wir darüber gesagt, woran liegt es, warum ist es so, Rothschild und so weiter. Hast du gesagt, mir ist eigentlich egal, was bei Rothschild ist. Die Frage ist doch nur die, die Leute haben Angst, hast du mir gerade selber noch gesagt. Deswegen, mehr Leute leben zu, siehst du auch einen Erwachungsprozess? Siehst du auch Leute, die sagen, ich merke, hier läuft irgendwas schief in diesem Land. Haben denn die auch zugenommen? Oder ist die morbide Masse in der Mehrheit? Wie siehst du das? Ja, also die Masse ist natürlich schon so, dass sie mehr oder weniger immer mehr in die Ignoranzsituation gerät, weil sie mit der Situation nicht umgehen können. Und dadurch, dass wir im Materialismus verhaftet sind und auf der reinen Verstandesebene Raum und Zeit unterliegen, haben wir Schwierigkeiten, neue Prozesse von geistigen Sprüngen zuzulassen, um die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ganz wissenschaftlich, ganz sachlich, ganz nüchtern, aber eben halt aus einer anderen Perspektive, hat sogar Stephen Hawking gefordert, dass wir eben halt nicht mehr auf den Prozessen der alten Strukturen weiterkommen, wenn wir ein neues Weltbild haben müssen, sondern wir müssen schon mal einen Gedankensprung wagen. Und da gerät man natürlich relativ schnell in eine Ecke, die man dann als spirituell abgehoben, esoterisch benennt. Und ich rede nicht von Engeln und Wichteln, sondern ich rede hier tatsächlich auch von logischen Strukturen der Epigenetik zum Beispiel und versuche darüber zu erkennen, dass man in der Lage ist, die Situation zu verändern. Und das findet schon statt bei einigen Menschen, ja. Bitte jetzt nicht falsch verstehen, ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Intention hatte, dass wir uns treffen, nochmal uns unterhalten, weil, ich sag's mal ganz frech und auch
sehr selbstbewusst, dass unser letztes Gespräch ein sehr hohes Niveau hatte, weil wir über die geistigen, spirituellen Kräfte gesprochen haben, wo viele Angst haben, überhaupt diese Sachen anzusprechen. Und an einem bestimmten Punkt, ich will es mal kurz nochmal bringen, im Gespräch, da sagtest du zu mir, weil ich gesagt habe, böse, was ist böse? Dass du glaubst an das, dass es eine Art, ich sage es mal so, so sinngemäß, eine Art böse Kraft gibt. Wir sind aber nicht näher drauf eingegangen. Darüber möchte ich aber heute gerne mit dir reden. Die Nakamadi-Texte sagen dir sicherlich was. 1945, die Schriftrollen, die in Ägypten gefunden worden sind. Und ich hatte selbst eine Offenbarung vor kurzem und deswegen frage ich, nur wenn du drüber reden willst, man soll, möchte ich nicht, Heiko, gefällt mir nicht. Da bin ich auf diese Achonnen gestoßen. 20% alleine dieser Texte, da geht es um diese Wesen. Und mir wurde abgeraten von meinen engsten Beratern, überhaupt das zu erwähnen. Ich hatte aber vor 2 Wochen, weil ich mache grundsätzlich das, wenn ich Lust zu habe, habe ich ein Video darüber gedreht. Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ich hätte niemals gedacht, dass Menschen offen sind für diese Thematik. Klar. Können wir drüber reden auch? Ja, natürlich können wir drüber reden. Weil du wolltest ja auch, wir wollen aufs Mittelalter zurückgehen. Ja, ja, wir waren ja 1200, wir landen ja irgendwann auch bei den Katarern, 1244, als sie ausgerottet worden sind, Monseigneur. Wie siehst denn du das? Weil das ist eine völlig andere Ebene. Da verlassen wir alles, wenn wir der Meinung sind, es sind Wesenheiten vorhanden, die auf welcher Ebene auch immer, wie siehst du das mit diesen Wesenheiten? Ich will ganz kurz versuchen, das auf ein Fundament zu stellen, wie ich es sehe. Das ist eine Frage, wir haben einmal einen Verstand und wir haben auch die Intuition. Und dieser Geist und der Verstand sind zwei verschiedene Dinge. Unser Gehirn ist zweigeteilt. Und der Geist ist die Anbindung. Und die Anbindung bedeutet, ich habe den ersten Augenblick in meinem Bauchgefühl. Ich lerne jemanden kennen und sage, ja, der ist in Ordnung. Oder ich sage, geht gar nicht. Ja? Das ist dieser erste Impuls. Bei dem kann man sich übrigens nie täuschen. Es sei denn, man verwechselt diese erste Empfindung mit einem Gefühl. Gefühl ist etwas anderes als Empfindung. Das eine ist ein physikalisches Messgerät und das andere nicht. Aus dieser Zeit heraus hatten wir eine Situation, dass der Geist, das heißt die Anbindung über den Verstand, der ein Werkzeug war, eine Aufsichtsratsfunktion übernahm. Das heißt, der Geist muss dem Verstand übergeordnet sein. Nur ein kranker, überzüchteter Verstand ist in der Lage, ein Atomkraftwerk zu bauen, auch wenn da gleich wieder Leute reinschreiben, so schlimm ist das alles gar nicht. Ja, das würde ein gesunder Geist würde das verhindern. Nur ein kranker und überzüchteter Verstand kann sich so etwas einfallen lassen wie eine Obsoleszenz. Also quasi Produkte, die kaputt gehen müssen, damit die Leute wieder neue Sachen kaufen, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt. Also wir produzieren. Verstand. Wo kommt der her? So, bitte? Wo kommt der her? Wer? Der kranke Verstand? Der kranke Verstand kommt durch die Überzüchtung des Verstandes, indem wir also quasi den Aufsichtsrat, die Nachhaltigkeit, es geht nicht um Gut und Böse, das sind Begrifflichkeiten, wo ich Schwierigkeiten habe. Es geht um richtig und falsch. Und richtig bedeutet, dass wir Naturgesetze haben und wir haben eben halt Menschen, die gegen Naturgesetze verstoßen. Also wenn ich eine Kartoffel in die Erde stecke und es kommen 10 Kartoffeln raus, dann kann ich nur begeistert sein und kann nur sagen, wow, nicht erklärbar. Das heißt, ich komme in eine Art Demut. Und wenn ich in dieser Demutshaltung bin, bin ich ganz anders in der Lage, die Dinge zu beachten. Jetzt zu den Wesenhaften. Damals die Leute, zum Beispiel bis zur Zeit, bis Karl der Große, das war einer der entscheidenden Faktoren, zum Beispiel bei den germanischen Völkern. Die Menschen damals, in der Zeit von 0 bis 1000 beispielsweise, davor auch, hatten noch eine sehr starke Anbindung zu den Wesenhaften. Die waren verbunden. Denken wir an die Kräuterfrauen beispielsweise. Woher wussten die Kräuterfrauen? Was ist wesenhaft bei dir? Wesenhaft sind im Prinzip die Naturwesen, mit denen wir in Kontakt waren. Man hatte zum Beispiel Götter. Da gab es Donar und da gab es dann eben halt verschiedene andere. Bei den Griechen hieß es Zeus und Hera und so weiter. Oder Osiris und Ra bei den Ägyptern. Und die hatten Anbindungen. Das waren Anbindungen, die sie wahrgenommen haben und die ihnen auch Dinge gesagt haben. Und da gibt es ganz verschiedene, viele Wesen, die man wahrgenommen hat. Über Wichtel, über Elfen und über sonstige Dinge. Und die haben ihnen dann die Informationen gegeben. Wir haben mal ich habe eine Berechnung mal machen lassen von einem Bekannten. Wäre man in der Lage, durch Versuchsreihen herauszubekommen, welche Kräuter für welche Krankheit eingesetzt werden können? Ganz klare Antwort, nein. Wenn man aber wusste, welche Kräuter wofür waren, dann muss man sich mal fragen, woher haben die Menschen dieses Wissen gehabt? Und die sagen damals, die haben es direkt bekommen von den Wesenhaften, die wir. Eine Anbindung, okay. Durch die Anbindung und so weiter. Deshalb wurden diese Menschen natürlich auch im frühen Mittelalter ermordet, in Massen ermordet durch die Inquisition und haben damit natürlich eine Stufe der Entwicklung
abgerissen, um danach einen rein materiellen Weg quasi zu wählen, war vorher auch schon, um den Verstand so hoch zu pushen und die Menschen zu entwurzeln. Aber wir leben doch in einer dualen Welt, können wir uns darauf einigen? Oder ja, ja, klar, in dieser materiellen Welt, ganz klar, ja. Naja, Licht, Schatten, Mann, Frau, hell, dunkel und so weiter. Ja, ja. Gut, wenn du über diese Anbindung gerade redest, würde ich jetzt zwar sagen, ist eher positiv, diese Anbindung, dann muss es aber auch, wenn es da also Licht gibt, muss es ja auch Schatten geben. Oder? Muss es auch andere Wesenheiten geben, oder nicht? Nein, es gibt die Situation, es gibt nichts Böses, es gibt nicht Gott und den Teufel, das gibt es nicht. Ja, es gibt nur Gott. Jetzt muss ich mal Gott kurz vielleicht mal ein bisschen umwandeln. Der Begriff Gott verursacht gleich irgendwas Kirchliches, Religiöses. Nennen wir mal statt Gott die Gesetze der Natur. Also die Gesetze der Natur steht für Gott. Da hat keiner ein Problem mit den Gesetzen der Natur. Ja, das wäre ja Gott. Ja. Und die Gesetze der Natur, die sind eindeutig und die können das hervorbringen, was sie hervorbringen. Und das ist eben halt in einer perfekten Schöpfung geregelt. Aber wenn dann beispielsweise bestimmte Dinge aus dem Ruder laufen und der Verstand sich nach oben entwickelt durch Anreize auf einer falschen Ebene, dann kann es sein, dass man irgendwann in eine Situation gerät, die sich falsch entwickelt. Und das haben wir zurzeit. Okay, wie erklärst du das noch? Ich gehe voll mit dem, was du sagst, wo ich gerade begonnen habe damit, ja? Wo ich gesagt habe, dass, was ich vorher auch nicht wusste, hochinteressant aber fand, dass also in diesen Nakamadi-Texten, als jemand sagt, okay, sowas gibt es nicht für die Zuschauer, da wurden also Texte, du kennst dich mit aus, da wurden welche gefunden, das Thomas-Evangelium ist Teil dieser Texte beispielsweise, aber spannend ist, dass über 20% von Wesenheiten dort gesprochen wird, sogenannten Achonnen, die aber auch in anderen religiösen Schriften findest du das, ich sag mal so Art Energievampire sind, die, wie man auch immer das bezeichnen kann, wie so ein WLAN-Netz. Du siehst es nicht, aber die saugen an dir rum. So, und da ist die Frage, glaubst du an sowas oder bist du der Meinung, die haben sich enttäuscht damals? Ich verstehe, wie diese Bücher zustande gekommen sind und sie waren wahrscheinlich logisch, weil auf Basis des Wissens, welches man vorher hatte, hat man sich dieses Bild zurechtgebastelt. Aber das Bild könnte man schon überholen und sagen, es war schon ein bisschen anders und ein bisschen konkreter. Es gibt natürlich Besetzungen von Menschen und so weiter, die gibt es schon. Aber wenn wir die Strukturen, und das war mir übrigens nicht klar, das gebe ich auch zu, vor vielen Jahren hatte ich überhaupt keine Vorstellung, dass es eine Schöpfungsarchitektur gibt, die überhaupt begreifbar ist. Und wenn man diese Schöpfungsarchitektur einmal begriffen hat, also die Statik der Naturgesetze, die Statik unserer Schöpfung, dann kann man irgendwann sehr genau ableiten, kann etwas stimmen oder nicht. Es ist eine neue Biografie, die man sich fast dafür anlegen muss, weil wir ja natürlich abgerichtet sind, auch nicht nur durch dieses Leben, sondern durch unsere regelmäßigen Prozesse. Wir gehen jetzt natürlich in ein Thema rein, auf das ich gar nicht vorbereitet war, aber ich kann da gern drauf eingehen. Ich habe dich vorher gefragt, ob du... Nein, ist überhaupt kein Problem, können wir gerne machen. Aber ich muss vorsichtig sein, weil ganz schnell eine Überforderung eintritt, nicht weil ich so viel weiß, sondern weil man eben halt erstmal mit dem Fundament natürlich anfängt und das sind die Gesetze der Natur. Wir haben bestimmte Gesetze der Natur. Wir haben zum Beispiel das Gesetz der Wechselwirkung. Was wir gerade leben, das kann man fast anhand dieser Geschichte mit Karl dem Großen regeln. Als Karl der Große die Menschen beispielsweise entwurzelt hatte, Karl der Große wird als Vater Europas bezeichnet, war in Wirklichkeit aber ein Barbar, ein Tyrann, ein Diktator und ist mordend durch Europa gelaufen nach dem Motto, willst du nicht mein Bruder sein, schlag ich dir den Schädel ein. Und so wurde man zwangschristianisiert. Ich finde den Begriff Zwangskirchianisierung eigentlich besser, weil leider gibt's den nicht. Weil Gott braucht die Kirche natürlich nicht, die Kirche braucht Gott als Geschäftsmodell. Die machen ja in Gott. Und deshalb ist es also so, dass man dann eben halt die Menschen dazu zwang, die germanischen Völker, es hat nichts mit Deutschland zu tun, sich von ihren wesenhaften Einheiten zu verabschieden, sie zu negieren, sie zu leugnen, um dann in die heile Welt der katholischen Kirche überführt zu werden. In diesem Punkt ist, glaube ich, für die Zuschauer ganz wichtig zu wissen, weißt du natürlich alles, ist klar, diese heidnischen Orte, ja, ob die jetzt nun Wotan, Odin, wen sie da gehuldigt haben, Freier, Fakt ist eins, dass die Kirchen teilweise an diesen Plätzen gebaut worden sind. Weil semantische Plätze waren. Klar. Man reißt das ab und stellt ihre eigene Kirche dorthin. Muss man dazu sagen erstmal, ne? Muss ja was dran sein an diesen Energien. Na klar. Aber was jetzt entscheidend war, was ist passiert? Es gab also ein massives Unrecht der römischen Kirche, ausgeführt durch Karl den Großen, wobei Karl der Große aus meiner Sicht noch oberhalb der
Kirche stand in dem Moment. Er hat zum Beispiel entschieden, wenn er seine, ich sage mal, wilden Orgien, seine Kriegsorgien durchzog, wie viel Geld er nach Rom abgab von den erbeuteten Geldern. Das hat nicht die Kirche entschieden, sondern er selbst hat es entschieden. Daran erkennt man mal seine extreme Machtposition. Und nun ist die Situation so, dass diese Menschen dort in Europa dramatisch geknechtet und denen viel Unrecht angetan wurde. Und wir kennen in der Forensik, auch in der forensischen Soziologie, die Situation, dass diejenigen, die missbraucht und niedergemacht wurden und eben halt gewalttätig behandelt wurden, in einem späteren Alter selbst gewalttätig werden und selbst missbrauchen. Nicht alle, aber die Chance ist weitaus höher. Und wir sehen hier die Wechselwirkung. Auf der einen Seite ist also quasi Folgendes passiert. Die römischen Strukturen über Karl den Großen als Schlechter, als Diktator, den wir heute übrigens ehren mit einer Karlsmedaille. Ich würde sowas nie annehmen, aber ich bin auch nicht vorgeschlagen, glaube ich. Wer kriegt denn alles? Wer kriegt denn die Karlsmedaille, die Karlsohren? Sind nicht die ganzen Leute wie Obama und Konsorten, weißt du nicht so? Ich will da gar nicht drauf werten, weil Herr Obama hat mir gar nichts getan, aber bleiben wir einfach mal bei der Geschichte, dass diese Menschen, die damals niedergemacht wurden, die Europäer, ein paar hundert Jahre später selbst zu Schlechtern wurden im Rahmen der Kolonialisierung. Nennen wir die Briten, nennen wir die Portugiesen, nennen wir die Spanier, nennen wir die Deutschen, die durch die Welt gelaufen sind und haben eben halt mit roher Gewalt Kolonialisierung gemacht. Ich selbst wohne ja in Nordamerika. Die indianischen Stämme dort sind niedergemacht worden. In der Karibik 1492 hat Kolumbus Millionen von Menschen umgebracht in der Karibik. Die Menschen in Südamerika, denken wir an die indischen Kolonien oder die in Australien mit den Aborigines und. Wo kommt es denn jetzt her, diese Energie, diese negative? Diese Energie ist ein Naturgesetz, wo letztendlich das Pendel zurückschlug von denjenigen, die erst unterdrückt wurden. Und jetzt sehen wir ja das Pendel wieder zurückschlagen, indem jetzt plötzlich genau die Menschen, nehmen wir mal Südafrika, nennen wir überhaupt die vielen Staaten, wo wir den Müll abladen und aus dem Augen, aus dem Sinn nach der Politik. Und jetzt kommen die plötzlich alle hier nach Europa rein. Es wird jetzt so dargestellt, als wären wir jetzt die großen Opfer. In Wirklichkeit lässt sich das anhand der Naturgesetze als rückschlagendes Pendel wieder analysieren. Frage ist, sind wir in der Lage, mal dieses Pendel anzuhalten, uns in einen vernünftigen Denk- und auch vor allem einen vernünftigen Geistesprozess zu beginnen, um diese Muster zu verstehen und an der Stelle auch abzubrechen. Ich liebe gedankliche Konstrukte. Mhm. Das ist eine Art Training auch fürs Bewusstsein. Mhm. Deswegen macht es so einen Spaß, mit dir zu kommunizieren. Den Film Matrix kennst du doch sicherlich, ne? Ja. Keanu Reeves hat mal in einem Interview gesagt, Matrix war kein Film, sondern eine Dokumentation. Und wenn Elon Musk, der Chef von Tesla, auch im Interview, kann man überall nachlesen, im Interview gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht in einer Welt leben, so ähnlich wie bei Matrix, ist bei 1 zu 1 Milliarde. Und wir reden ja die ganze Zeit nur über diese kleine, begrenzte Erde, die nichts weiter ist als ein Staubkorn im ganzen Universum. Deswegen ist meine Frage, diese Gesetze, über die du redest, universelle Gesetze, gelten die nur für dieses Staubkorn namens Erde oder fürs ganze Universum? Die gelten fürs gesamte Universum. Ganz klar. Warum? Das wird schwierig, das müsste ich ausholen, wo ich mein Wissen her habe. Und das ist natürlich eine andere Form und, nein, ich mach's ruhig mal einfach. Es gibt ein Bücherwerk, welches ich zugrunde liegen habe für mein Wissen, welches ich habe. Und das kann man als Wissen bezeichnen, es ist auf jeden Fall nicht gelehrt. Wir müssen unterscheiden zwischen den Gelehrten und den Wissenden. Die Gelehrten müssen von den Wissenden lernen. Das ist keine Frage der Ausbildung, sagt ja schon, ist aus mit der Bildung, sondern es ist tatsächlich eine Situation, eben halt etwas von Wissen. Das kann einer sein, der mir und mich verwechselt und keine Ausbildung hat in dem Sinne, aber eben halt ein sehr hohes Wissen hat. Und dieses Wissen kann man beispielsweise auch schlicht und ergreifend nachlesen in einem Bücherwerk, welches ich für mein Leben gefunden habe und ich nur noch auf dieser Basis arbeite, weil ich nie wieder etwas gefunden habe und ich weiß auch nie wieder finden werde, klingt natürlich sehr absolut, ich weiß, wie sich das anhört, wo ich verstanden habe, wie die Gesetze der Natur funktionieren. Darf ich fragen, oder bist du bereit, den Zuschauern zu nennen? Das Klar, Buch? Das Buch heißt, ist für jeden zu kaufen, gibt es in fast allen Sprachen dieser Welt, heißt Im Lichte der Wahrheit, ist von Abdroschin und auf dieser Ebene
lässt sich der Zusammenhang der Architektur der Schöpfung klarstellen. Und der Autor ist ein Wissender in dem Fall, also kein Gelehrter, sondern Wissender. Ich denke mal, wenn man dieses Buch liest, erkennt man irgendwann, wer der Autor ist. Gut, wo ist der Unterschied jetzt zwischen, sag mal, oder welche Rolle spielt überhaupt Jesus? Spielt überhaupt eine Rolle? Ja, klar spielt Jesus eine Rolle, ja, natürlich. Deswegen war es ja so spannend vorhin. Ich habe mich ja gefreut über das Mittelalter. Dann kommen wir irgendwann noch zu Otto dem Ersten, der das erste Deutsche Reich gegründet hat und so weiter. Aber viel wichtiger ist ja, finde ich toll, weil du sagst, gehen wir zurück zu den Katharern. Die waren ja Gnostiker, die Reinen haben die sich ja genannt. Die haben ja, wie du es schon formuliert hast vorhin, ja auch Gott abgelehnt. Die haben ja gesagt, die Erde aus ihrer Sicht wurde nicht von einem, also ihrem Gott geschaffen, sondern ich sag mal so eine Art Teufel. Die waren Asketen, reine Asketen. Mhm. 100 Jahre hat die katholische Kirche gebraucht, um die dann Monsignor damals völlig abzuschlachten. Die sind ja damals singend reingerannt ins Feuer, haben gesagt, super, diesen Willen hatten die gehabt. Ich will damit nur sagen, dass diese, was ich so verstehe, oder verstehen ist mal Verstand, aber ich glaube, was du meinst, ist eine Energie, die kommt woanders her, ne? Die ist nicht von dieser Welt, oder ist sie von dieser Welt? Ich weiß gar nicht, ob diese Welt und die jenseitige Welt voneinander zu unterscheiden sind. Das ist ja nur eine Frage der Wahrnehmung. Wir haben ja bestimmte Möglichkeiten, die Welt wahrzunehmen. Das heißt, wir haben unsere Sinne, Tasten, Riechen, Hören, Schmecken und so weiter. Und wir haben die Intuition. Und mit diesen Möglichkeiten nehmen wir unsere Welt wahr, indem wir uns um uns drehen und nehmen sie auf und schaffen uns damit ein Modell der Realität. Das ist nicht die Wahrheit, sondern ein Modell der Realität. Und jeder hat ein anderes Modell. Und wenn wir wissen, dass wir durch bestimmte Inkarnationen auch bestimmte Filter uns selbst eingebaut haben oder die uns zumindest eingebaut wurden nach den Gesetzen der Natur, ist es persönlich mein Anliegen irgendwann gewesen, so nah wie möglich an die Wahrheit heranzukommen und die Filter herauszuziehen. Und da habe ich eben halt diese Textsituation gefunden im Lichte der Wahrheit, wo ich nicht meine Fragen beantwortet bekommen habe, sondern einen Zustand erreichte, den ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe keine Fragen mehr. Und aus diesem Grunde, nicht weil ich jetzt alles weiß, sondern weil ich die Zusammenhänge jetzt kenne, es hat mit Verstehen nicht nur zu tun, aber auch, man kann jetzt nicht irgendwie in irgendwelchen Gefilden rumwursteln und sagen, okay, das geht schon irgendwie, sondern es muss schon sehr klar, ich bin extrem zum Klardenken abgerichtet worden und versuche, dieses Werkzeug Verstand sehr exakt und sauber einzusetzen. Sehen wir unseren Verstand wie eine Bohrmaschine. Eine Bohrmaschine ist zwar wunderbar, aber sie braucht auch einen Führer, sonst kann sie viel Unheil anrichten. Wenn man mal so eine Feststelltaste festgemacht hat und das Ding hängt noch am Strom, dann dreht sich das und kann eine Menge kaputt machen. Das heißt, der Handwerker muss oberhalb des Werkzeugs stehen, nicht umgedreht. Und genau das ist der Punkt, diese Struktur wiederzufinden, sich selbst auch zu finden. Und das geht erstmal in die Demo zu gehen, wieder sich eine neue Biografie anzuschaffen. Und irgendwann kommt man in eine ganz andere Drängstruktur und versucht es gar nicht mehr. Ist die Erde ein Krümel, dies, jenes und so weiter. Das spielt dann nachher gar nicht mehr die ganz große Rolle, sondern es geht um das ganzheitliche Sehen. Diese ganzheitliche Lebenseinstellung gehört ja auch dazu, wenn du sagst, klar, ganzheitliches Sehen. Gehört das mittlerweile auch, sag ich mal, zu der Philosophie, die du den Menschen rüberbringst, weil man hat dich ja immer so Verbindung gebracht mit Geld, Ding, also Geldpolitik, Zinspolitik und so. Gehört das jetzt, hat das auch einen wichtigen Bestandteil mittlerweile? Auch bei den Seminaren? Also ja, natürlich auch. Ich mache natürlich genau dasselbe. Ich beschäftige mich nach wie vor mit der Makroökonomie und wir können uns über Außenhandelsdefizite der USA und über Tage 2 unterhalten oder über irgendwelche Critical-Line-Algorithmen in irgendwelchen Portfolio-Diversifikationen. Das kann ich auch. Aber das ist nicht die Frage. Das sind eben halt die Details, die wir brauchen. Du bist ja heute hier, dass wir nicht darüber reden. Ja, genau. Das ist, genau. Nein, was wichtig ist, unsere Zeit ist vorangegangen und die Menschheit befindet sich eben halt doch in einem Prozess, wo jeder spürt, es kommt was auf uns zu. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, jemanden zu missionieren, zu überzeugen oder sonst etwas, weil ich genügend mit meinen eigenen Problemen und Fehlern zu tun habe, an denen ich auch arbeite. Ich muss mich ja auch ständig vor den Spiegel stellen, vor den Inneren und feststellen, wo ich noch massiv versage, wo ich noch verändern muss. Das ist meine Hauptaufgabe. Und ich kann nur sagen,
wenn man sich mit diesen Texten beschäftigt, mit diesen Büchern beschäftigt, da sagen viele zu mir, ja, das lässt sich aber nicht flüssig lesen. Ich sage, wenn du es flüssiger haben willst, musst du es verdünnen. Aber dann ist es eine Wortschorle. Und wir brauchen jetzt letztendlich tatsächlich einen sauberen Text und wir können uns daran arbeiten. Das ist ein Studium. Die Möglichkeit ist gegeben und jeder kann sie sich nehmen, muss es aber auch nicht. Ich verstehe jeden, der sagt, nö, ist nichts für mich, weil es mir egal ist. Nicht, dass ich jetzt sage, ist mir wurscht, geh doch drauf, so gar nicht mal, sondern jeder muss für sich selbst entscheiden. Und wenn jeder bei sich selbst anfängt, dann haben wir auch die Probleme gelöst. Wir müssen uns von der sachlichen Ebene so ein bisschen runterlösen. Ich merke ja auch, dass es ein Herzanliegen von dir ist. Ja, ja, absolut. Ja, das spüre ich auch, dass du die Sache rüberbringst. Eva Herrmann, darf man jetzt sagen, in welcher Konstellation du zu ihr stehst? Oder? Ja, ja, das, Eva Herrmann und ich, wir leben zusammen. Das ist ganz spannend. Wir sind ein Paar, wir leben zusammen, sind glücklich, alles ist gut. Oder im Nachfragen, ja. Ja, ja. Übrigens ist es interessant, dass einer offen fragt, weil wenn jemand offen fragt, gebe ich da gerne Antwort zu. Aber es steht immer ganz interessant in YouTube eben drin, na, ich habe das Gefühl, die sind ein Paar. Ja. Ist aber auch nichts Geheimnisvolles. Ja, aber es ist natürlich so, dass wir keine Interviews für Friseurfachzeitschriften geben. Gehört sich einfach so. Da werden ab und zu mal Anfragen gestellt. Ja, das ist so, weil du sagtest von Karl der Große, kannst du ruhig mal hoch, oder darf ich es hochhalten? Man hört es selber als Kamera. Dass man sieht, Eva hat ein Buch geschrieben. Ja. Sehr erfolgreich gerade, muss man dazu sagen. Ja. Und erzähl mal was dazu. Also, dieses Buch heißt ja Blutgericht Europa und dieser Begriff Blutgericht Europa ist nicht ein Fantasiebegriff, sondern er bezieht sich auf das Blutgericht Verden. Die heutige abgerichtete auch Form der Historiker hatten damals auch schon genauso funktioniert. Über Karl den Großen wurde ja geschrieben über Abt Einhard. Abt Einhard war also der Schreiberling, der Karl den Großen beschrieben hat, auch in jeglicher Form, nur positiv, ganz klar. Er war ein bezahlter Schreiber und da wurde schon Geschichte manipuliert. Das wäre gar nicht schlimm, zumal auch Abt Einhard das gleich beschrieben hat am Anfang seiner Annalen über Karl den Großen. Aber die Historiker nehmen es offensichtlich als objektives Werk und bauen deshalb eben halt Karl den Großen eben halt hoch zum Vater Europas. Adolf Hitler hat das ganz extrem hochgebaut. Also der heutige Karl der Große in seinem Ansehen geht ja zurück auf das Dritte Reich und Adolf Hitler. Und das heißt also, er hat ganz klar gesagt, dass Karl der Große der Vater Europas war. Vor Hitler war es so, dass Widukind, der Gegner von Karl dem Großen, der sogenannte Sachsenkönig, der in einem Blutgericht, so heißt es, 782 in Verden an der Aller, das liegt bei Bremen oben, der letztendlich die Sachsen hingerichtet hatte mit einer niederträchtigen Grundhaltung. Er hat die Sachsen eingeladen nach Verden zu einer sogenannten Lehenkonferenz. Und zu einer Konferenz geht man immer unbewaffnet. Und die kamen auch unbewaffnet, die Sachsen unter Widukind. Und Karl der Große ist dann mit seinen bewaffneten Heeren reingestürmt und hat diese unbewaffneten Sachsen einfach ermordet. Und das ist etwas anderes als ein Kampf. Ihm blieb offensichtlich nichts anderes übrig, nachdem 33 Jahre lang vorher die Sachsen sich geweigert haben, zwangs zu kirchianisieren. Ja, und dieser Prozess, der damals raus entstand, wie ich es gerade sagte, führte zu verschiedenen Wechselwirkungen, die wir heute zum Beispiel im Rahmen einer Islamisierung wieder erleben, wobei ich uns hier nicht als Opfer darstelle, sondern eben halt als Mitspieler der Gesetze der Natur. Und darum geht es in dem Buch. Ja, es geht da, genau. Eigentlich ist das ein Einstiegswerk für die drei Bücher, von denen ich gerade gesprochen habe. Wer sich hiermit auseinandersetzt, hier wird die Historie und die auch heute, ich sage mal, sportlich interpretierten historischen Wahrheiten, die man uns verkauft im Fernsehen, sind ja sehr sportlich interpretiert. Da findet man hier schon die Ursprünge. Letztendlich, wie die Manipulationen liefen. Bis dato hatte ja nur die Kirche die Möglichkeit, die konnten schreiben und lesen und haben dann uns die Annalen hinterlassen. Es gab die fränkischen Annalen aus Rom der Kirchen und da hätte man natürlich auch drin arbeiten können. Aber auch die waren manipuliert, die zeitgleich mit Abt Einhard gelaufen sind. Aber was ich damit sagen will, ist, hier wird das Blutgericht Europa, also die letzte Schwingung, die wir jetzt gerade haben im europäischen Gebiet, die wir gerade erleben, durch diesen Vorgang, den wir Bevölkerung nennen, auch wenn wir damit was anderes meinen, wird dadurch deutlich beschrieben. Und das ist ganz wichtig als Grundlage die Historie abzubilden, weil viele sagen, was soll ich mich jetzt mit Karl den Großen beschäftigen? Es ist ja nun schon so lange her, wir haben ganz andere Probleme. Verstehe ich, so simpel ist es manchmal nicht. Und das ist eine ideale Form, um einzusteigen. So, jetzt habe ich genug Werbung gemacht. Aber es ist tatsächlich so. Wie hat Eva da geforscht, sag mal, in diesem Bereich?
Was hat sie da getan? Sie arbeitet seit 10 Jahren, hat sie an diesem Buch gearbeitet, 10 Jahre. Und sie hat in diesen 10 Jahren geforscht mit denselben Quellen, die auch der Schulhistorien, die auch den Schulhistoriern zur Verfügung stehen. Sie kommt einfach nur zu anderen Schlüssen. Das heißt also, wenn beispielsweise heute groß, hoch anerkannte Historiker ein bestimmtes Geschichtsbild verkauft, arbeiten die mit denselben Quellen, mit denen auch Eva gearbeitet hat. Aber sie sieht es eben halt aus einer anderen Perspektive, nicht aus dieser verstandesabgerichteten, kirchlich geprägten Perspektive, die heute noch existiert, sondern aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, für mich begeisternd, ja. Man muss es auch den Zuschauern mal sagen, das auch mal hoch anzurechnen, weil ich weiß selber, habe selber Bücher geschrieben, was es bedeutet, zu recherchieren. Das ist eine enorme Arbeit, weil die meisten sind ja nur Konsumenten von uns, ne? Die setzen sich abends hin, sagen, Guido Knopp, mal sehen, was der zu sagen hat, 45 Minuten Geschichte, klar. Da kann nichts bei rauskommen. Mhm. Ist dir das auch schon gegangen? Du hast ja selber Bücher geschrieben, ja. Musste leider jetzt bei meinem neuen Buch da dran, wie gesagt, ich bin gerade in dem Bereich bei den Katharern sehr intensiv unterwegs, dann bin ich gelandet bei Otto Rahn, der für Himmler den Heiligen Gral gesucht hat dort. Den hat man den Katharern nachgesagt, aber ich bin auf eins gestoßen und das hat mich total genervt mittlerweile. Ich habe auch eine riesengroße Bibliothek und habe gedacht, ganz einfach, du hast ein altes Buch und gibst da halt mal eine Passage ein und fängst jetzt an, im Internet zu suchen. Gibt's gar nicht mehr. Klar. Ich habe mit einem guten Freund jetzt gesprochen, der sagt, das ist die Zukunft, mein lieber Heiko. Sag, wie bitte? Sagt, es wird alles wegrationalisiert. Irgendwann denkt man, nur weil ich Wikipedia eingebe oder bei Google, das ist die Geschichte, das ist die Wahrheit. Und wenn Eva Herrmann sich so viel Zeit nimmt und 10 Jahre lang, ich weiß, was es bedeutet, da recherchiert, dann ist das wirklich ein hochklassiges Werk, wo man sagen kann, was wirklich nur zu empfehlen ist. Zumal sie an der Stelle, muss man sagen, muss natürlich ganz klar gegen die gegen die Schulhistoriker sondern ein ganz klar anderes Bild darstellt und das auch aus meiner Sicht komplett logisch darstellt, wenn man es natürlich mit einem mit einer gewissen Objektivität liest. Das Problem ist, wir sind ja alle nicht so wirklich objektiv. Und ich wusste natürlich, und sie auch, ich habe sie gefragt, ich sage, du weißt, dass die Leute sagen würden, jetzt hat sie sich übernommen, jetzt kommt, das sagt sie selbst immer wieder, die Blondine und versucht jetzt auch noch als Historikerin sich niederzulassen und so weiter. Und sie sagte dann zu mir, also wer durchs Meer geschwommen ist, der scheut die Pfütze nicht. Und Schöner Spruch. Wir haben jetzt natürlich, ich bin echt froh, dass wir heute über so eine Themen reden. Die Zuschauer, die noch dran geblieben sind, die jetzt vielleicht schon Eiswürfel sich oben auf den Kopf raufgelegt haben, wo es zischt, gehen wir mal in die Entspannungsphase. Einfachere Themen kurz rein. EU-Wahlen, man redet ja über Europawahlen, obwohl es ja keine Europawahlen sind, nein. EU-Wahlen. Timmermans wird aufgefahren und wie sie alle heißen. Was ist deine Meinung zu diesen EU-Wahlen aktuell? Naja gut, die EU ist eben halt eins der Strukturen, um Europa zu zerstören. Das ist also letztendlich ein Lobbyistenkäse, der dort installiert wurde, wo die Lobbyisten entsprechend ihre Personen dort strukturiert haben, um im Rahmen der Globalisierung die Länder damit optimal profitabel zu machen. Und ich bin ja ein großer Freund von Globalisierung. Ich möchte die Globalisierung des Umweltschutzes, ich möchte die Globalisierung der Humanität und ich möchte, dass weltweit die Kinderarbeit abgeschafft wird. Ich bin da so ganz klarer Globalisierer, allerdings nicht im Rahmen von Profiten um jeden Preis. Und die Absurdität wird klar. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, mehr darüber noch zu diskutieren, sich über diese komische, es kommt einem vor wie die Schildbürger. Ja, also es gibt diesen Schildbürgerbuch damals noch, die hatten, glaube ich, ein Rathaus gebaut und hatten vergessen, Fenster einzubauen. Und dann sind die alle los und haben dann mit großen Säcken das Licht eingefangen und haben dann in das Haus das Licht reingebracht und hatten sich gewundert, dass es nicht hell wurde. Und wir lachen über diese Absurdität. Und wenn ich mir heute die Klimaerwärmungsreligionen angucke und so weiter, dagegen sind ja die Schildbürger noch richtig seriös. Da würden die ja heute für eine Bundestagssondersitzung ein, aber warum kein Licht reinkommt. Also es hat ja mittlerweile Dimensionen angenommen, dass mir einfach nur die Worte fehlen. Und trotz alledem kennst du es ja sicherlich, dass immer wieder, ich sehe es jeden Tag auch in den Mails, dass die Leute dann sagen, aber was kann ich denn wählen? Wen soll ich denn wählen? Du hast ja auch mal was zur Wahl gesagt, vor Jahren deine Meinung. Ich habe es aktuell vor einer Woche im Video gesagt, wurde ich natürlich auch wieder gesteinigt, bloß weil ich meinen Wahlzettel ganz selbstbewusst zerrissen habe in der Kamera. Trotzdem sagen die Leute, nein, also man muss jetzt die AfD wählen, weil sie sind die Einzigen, die uns quasi
voranbringen. Und ich bin sonst bei dir, sagen sie dir. Ich glaube, alles, was du sagst, Andreas. Mhm. Aber warum soll ich jetzt nicht noch trotzdem zur Wahl gehen? Was sagst du den Leuten? Ich verstehe die Menschen, dass sie verzweifelt sind und versuchen, über diese bisherigen Mechanismen noch etwas zu verändern. Ich bezweifle, dass es geht, in Deutschland speziell. Wir reden wirklich über Deutschland. Also nehmen wir mal an, 100% der Wahl, wenn man jetzt auf AfD oder andere Alternativen möglich wäre, nehmen wir mal an, es gäbe eine Partei, die jetzt genau meine Interessen oder die Interessen des Volkes vertritt und nicht die der Industrie und der Lobby anhängenden Statisten. Von Staat, der Statist, ja. Und das heißt also, wir würden jetzt eine Partei wählen und die würden jetzt auch die Macht haben, würden auch den Kanzler stellen und wir machen jetzt eine gesunde Protektion. Protektion heißt ja übrigens Schutz der einheimischen Wirtschaft. Ich fände den Protektionismus übrigens sinnvoll im Interesse der Welt und der Menschen weltweit, weil wir dann zum Beispiel keine Klamotten mehr tragen würden, die von geschickten Kinderhänden in Indien hergestellt wurden, sondern wir würden dann eben halt in einer ethisch sauberen Welt leben können. Nehmen wir mal an, es würde einer machen wollen. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, dass dann das einfach so hingenommen werden würde. Wir wissen doch, wie es ist, wenn Staaten sich plötzlich fürs Volk interessieren, dann fallen Bomben von anderen Seiten mit, wer weiß, was für Geschichten, die man erfindet, und die Menschen laufen dem hinterher. Und das ist unser Problem. Wir haben gar kein Überbevölkerungsproblem. Wir sind nicht zu viele, wir sind einfach nur zu blöd. Und das ist unser Hauptproblem, was wir haben. Also was, das ist jetzt deine Antwort relativ weit gefächert, also ja. Kann man das runterbrechen und sagen, du hältst nichts von der Wahl, oder hast du zu hart? Ja, genau, ich halte nichts von der Wahl. Man macht nicht unbedingt was kaputt, die Wahlzettel sind eh gemacht, aber ist es doch völlig wurscht, wer drankommt. Ganz ehrlich, ich sehe mir, man muss sich die Figuren doch nur mal ansehen. Ja, ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem grünen Chef, Hofreiter heißt er, und ich war erstaunt, wer so alles da mitmischt. Wie meinst du das jetzt, wenn alles mitmischt? Naja, wenn ich das sehe, was da so an Informationsgehalt da so rüberkam, dann, also ich will das, gar nicht an Menschen jetzt festmachen, sondern es ist so, dass die Menschen, die in der Politik sind, sind ja meistens die Leute, die aus einer Schicht kommen, wo sie sich durch die politische Position eventuell verbessern, monetär zum Beispiel. Ja, das heißt also, die Leute, die eben halt in die Politik gehen, die wollen sich ja verbessern. Jeder hat ja auch einen Anspruch, zum Beispiel gut zu leben. Und wenn einer zum Beispiel wie der Friedrich Merz, von dem ich vielleicht jetzt persönlich jetzt nicht überzeugt bin, um es mal vorsichtig auszudrücken, aber da wirft man ihm vor, dass er Millionär ist oder Milliardär, Millionär, glaube ich, ist, dann denke ich immer, ja, wo ist denn das Problem, wenn er Millionär ist? Ich wünschte, wir hätten lauter Millionäre dort unter den Abgeordneten, die nämlich so frei wären in ihrer Gewissensentscheidung, dass sie auch im Interesse der Menschen überhaupt entscheiden könnten. Ja. Wenn aber nur da unten die Leute sitzen, die aus der Ecke kommen, die sich durch die Politik monetär verbessert haben, dann haben die natürlich Angst, dass sie von der Krippe weg müssen und gehen dann eventuell wieder zurück ins finanzielle Abseits, wo sie herkommen eventuell. Also ich denke, bei einigen wird das so sein. Das will ich nicht pauschal sagen, aber in den meisten Fällen ist es so. Ich wünschte mir unabhängige Menschen, denn jemand, der zum Beispiel sehr viel Geld verdient, ich rede nicht von allen und auch nicht von allen Erben, die gibt's ja auch, aber jemand, der viel Geld verdient, ist ja auch meistens jemand, der über eine überdurchschnittliche Intelligenz verfügt und die er ja monetär für sich zu nutzen weiß. Und wenn er dann bereit ist, aus dieser Position heraus für die Allgemeinheit, für das Volk etwas zurückzugeben, indem er sich reduziert in seinem Einkommen, indem er jetzt Abgeordneter wird mit lächerlichen 15.000 oder 20.000 Euro im Monat aus seiner Sicht jetzt, ja, dann ist das natürlich schon eine Sache, die man nicht unbedingt nur schlecht heißen sollte. Wir sehen es ja an Donald Trump, der ja nun aus einer Situation kommt, wo er finanziell viele bewegte Zeiten mit sich gebracht hatte, aber nicht an Armut leidet. Das ist ja das große Problem, was die Welt mit dem Mann hat. Ist nicht so leicht erpressbar, dann ist klar, ne? Nur, wenn man sich anschaut, wir haben uns in Walsrode getroffen, wie gesagt, Anfang Dezember, war es schon kühl dunkel und jetzt haben wir Mai. Mhm. Was alles passiert ist. Also ich rede jetzt nicht nur von Notre Dame oder von dem Attentat sondern da gab es noch nicht die Diskussion von der Seite der Grünen und der Linken von Verstaatlichung. Mhm. Hier in Berlin. Ich meine, wir kommen ja aus dem Berliner Raum, hast du ja sicherlich mitbekommen. Ja, klar. Muss man sich mal vorstellen, mit dieser Wohnungsbaugesellschaft, Deutsche Wohnen, die selber Immobiliensegment ist ja auch sehr fit daran. Die vom Staat kam und verkauft wurden. Die vom Staat verkauft worden ist noch. So. Für ein Ablohnei, muss man sagen, jetzt stellen sie auf einmal fest, oh,
funktioniert nicht, wir haben keinen Wohnraum, ne? Die Ursache ist ja eine andere, in dem Fall zum Teil die Migration. Angeboten haben und jetzt sagen sie, na Moment mal, wir kommen jetzt wieder an die Wohnung ran. Also wollen wir die verstaatlichen. Mhm. Und den Punkt hatten wir noch nicht, wo wir in Walsrode waren, dass sowas überhaupt auf den Tisch geschmissen wird. Mhm. Ja, man redet ja so schon von BMW, ob man jetzt BMW oder Mercedes so verstaatlichen soll. Was ihr mitbekommen, ne? Von den von der SPD, von der, wie heißen die dort, Junge Sozial... Jusos, wie auch immer. Es lohnt sich gar nicht, das zu merken, weil dieses Spiel wird sowieso bald zu Ende sein. Ist gefährlich, weil der Schröder war selber, Gerd Schröder war selber, du hast einen Juso-Vorsitzender. Ja, man muss über so eine Leute, also wir tun mit immer so, naja, ist ein Spinner. Mit Spinner meine ich das gar nicht. Das Problem ist, dieser Totalitarismus, in den wir jetzt reingeraten, der basiert nach dem Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, und so machen sie das. Je nach Laune wird das umgewandelt. Früher hatten wir mal eine Verfassung. Eine Verfassung ist ja ein Zustand. Ich bin ja in einer bestimmten Verfassung und der Staat muss auch sich in einer bestimmten Verfassung erklärt haben. Und mittlerweile ist diese Verfassung, diese Grundverfassung, eine Art Hausordnung in einem Schrebergarten, der nach Belieben umgeändert wird, wie man eben lustig ist. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und solange die Menschen mitmachen, solange wird es weiterlaufen. Natürlich wird es auf eine Verstaatlichung hinauslaufen. Weil Sozialismus lässt sich immer dann umsetzen, wenn die Armut zu groß wird. Und die Armut kriegt langsam Größenordnung, wo selbst normale Verdiener, normale Arbeitnehmende nicht mehr finanziell klarkommen. Das ist der Nährboden für Sozialismus. Und Sozialismus ist das Letzte, was wir brauchen. Wir brauchen eine echte, libertäre Lösung, nicht im Sinne der Neoliberalen, wie wir das hier haben. Denn das haben wir. Wir haben ja eine libertäre Lösung, aber systemisch bedingt jetzt, wie sie ist. Sondern wir brauchen eine wirkliche Freiheit. Und dazu gehören natürlich auch Grundstrukturen des Staates mit dazu, aber eben halt kein Sozialismus in der Form, dass alle gleich gemacht werden. Also meinst du, wenn ich das so verstehe, dass aufgrund der wachsenden Armut, sagt der Unterschicht, dadurch eine Schieflage entsteht und der Nährboden für sozialistische Verhältnisse gegeben ist? Die bösen Reichen und die guten Armen, so einfach ist es nicht. Naja, geht ja noch viel weiter. Also wir sprachen ja vorhin, fand ich wirklich gute Anmerkung von dir, von der Unterschicht der Millionäre. Ja, toll, toller auch Vergleich. Da gibt's Arme, ja. Ja, ne, ja, aber wie sieht's denn wirklich aus? Die Unterschicht der Millionäre oder der Mittelstand, der wird doch zur Kasse gebeten, ohne Ende. Die pfeifen doch auf dem letzten Loch. Ja, die Bauunternehmen, ich kenne wirklich eine Menge Leute. Ja. Alle suchen Leute. Keiner will mehr arbeiten. Ja. Sprecht doch mal mit den Bauunternehmern. Klar. Die müssen Aufträge, Handwerk, Heizungsfirmen, hier läuft es in Deutschland so ab, die können gar keine Aufträge mehr entgegennehmen. Ja. Klar verdienen sie eine Menge Geld, die werden aber zur Kasse gebeten. Und die Superreichen, wie damals die Aldi-Brüder und wie sie alle heißen, die zahlen, weißt du, besser ist, die zahlen keinen Cent Steuern in Deutschland. Amazon und wie sie alle heißen. Aber mit denen setzt man sich aber an einen Tisch. Das sind die Freunde von denen, die den Sozialismus hier bringen wollen, oder? Warum sehen die Leute das nicht? Ich denke mal, das ist eine reine Verzweiflung. Sie haben aufgegeben, sie sind einfach innerlich ausgehöhlt. Sie können nicht mehr. Sie sind mit ihrem täglichen Leben so beschäftigt, ihre Leasingrate für den viel zu teuren Wagen zu finanzieren und um den Nachbarn zu imponieren, den sie gar nicht mögen. Und das ist das Hauptproblem. Ja, also die Situation ist, wir sind alle natürlich auch, ich sage mal, Systemspieler, Wirtschaftseinheiten in diesem System. Und wenn ich mir die heutigen Kinder ansehe, dann kann mir Angst und Bang werden, wie dort die Abrichtung gerade läuft. Es will doch gar keiner mehr arbeiten. Es sieht auch gar nicht mehr die Situation, dass einer sagt, ich möchte Tischler werden, Maurer werden oder sonst was. Das sind ja mehr oder weniger so Berufe der untersten Klasse. Nein, man will Superstar werden. Man will auf einer Bühne stehen, in ein Mikrofon reingrunzen und sich toll finden und alle jubeln einen zu. Das ist doch abstrus. Ich meine, ich habe gerade im Fernsehen, ich bin ja jetzt gerade aus Kanada gekommen, ich bin ja gestern lang hingeschlagen, ich mache den Fernseher in meinem Hotel an, ich habe zu Hause keinen, aber hier ist natürlich ganz spannend. Da läuft am Nachmittag, ich hatte eine kurze Pause, irgend so eine Show, keine Ahnung, da läuft ein Werbeblock auf nachmittags und da gab es eine Werbung über Dildos. Wie bitte? Über Dildos, ja. Ich gucke ja kein Fernsehen. Wirklich? Ja, macht Frauen glücklich und so weiter. Und dann kam irgendeine Werbung, irgendwas anderes. Und dann kam eine Werbung über Gleitcreme. Frauen lieben Gleitcreme. Mit den Worten, bist du unten ein bisschen trocken, nimm ein bisschen Gleitcreme. Da stehe ich dann da und denke, ich fasse es nicht. Da würde ich in Kanada für verhaftet werden. Wenn du in Kanada an einer Tankstelle eine Zeitung verbrichst, wo ein nackter Busen zu sehen würde, da gehst du aber im Bau für. Ja? Ja, natürlich, das geht nicht.
Wusste ich gar nicht. Weil ich meine, die Problematik ist, dass jetzt mache ich mich ganz beliebt bei den Leuten jetzt hier. Aber das Schamgefühl, was Menschen haben, ist nichts irgendetwas Konservatives, Schlechtes, sondern etwas Gesundes, was auch eine Kultur ausmacht. Aber eine Kultur stürzt irgendwann ab zu einer Zivilisation. Und die Zivilisation stürzt dann noch weiter ab. Heute sind wir so weit, dass wir einen Menschen nicht einmal mehr sterben lassen, sondern wir bauen ihn das Fleisch eines anderen Menschen im Rahmen einer Organtransplantation ein. Eine Art Kannibalismus, der nur nicht über den Magen-Darm-Trakt läuft, sondern durch eine Operation. Also quasi ein postzivilisatorischer Kannibalismus. Wir sind so weit gelandet. Es ist abstrus. Gut. Also entspannen wir uns und versuchen uns auf uns zu konzentrieren und diesen Umbruch, der auf uns zukommt, den jetzt zu durchstehen und zwar jeder für sich und positiv. Ich bin überhaupt nicht deprimiert, ich bin ganz fröhlich. Ich bin froh, dass du als Halbkanadier hier bist, weil... Ich bin sogar ganz Kanadier. Du bist ganz Kanadier? Ja, ja, ich bin ganz Kanadier. Ich gar nicht. Ich habe keinen deutschen Pass mehr. Ach, ich Kanadier? Ja, ja, ich bin Ausländer hier. Oh, also besser. Ich habe Migrationshintergrund. Ja, ja. Super, dann bist du ein richtiger Mann. Ja, ja. Weil ja, ja. Es ist immer so, ich gucke bei mir immer noch bei den Videos, gucke ich mal so rüber über die Kommentare und da hat jedes Video über 1000 Kommentare bei uns, auch mehr. Ja. Und immer wieder lese ich aber, und das will ich von dir einfach mal wissen, wie es für dich so ist, die im Ausland lebenden Ex-Deutschen, ich glaube so ein Paraguay oder sonst wo, die schreiben mir immer, Herr Schrank, ich verstehe nicht, was bei Ihnen im Land abläuft. Und ja. Die mal hier sind, die denken, hier sind nur noch Bekloppte. Ja. Also wir machen uns ja zum Spürt der Welt. Nimmst du das auch ja, mittlerweile so wahr? Ja, klar. Also es gibt ja so etwas, es gibt ein Buch damals, gab, kenne ich noch als der Kindheit, das heißt Die Mundorgel. Das sind deutsche Volkslieder. Und ich gebe hier offen zu in der Kamera, ist das die Kamera? Wir singen in Deutschland deutsche Volkslieder. Ja? Ist das schon Nazi? Ich weiß das gar nicht. Ja, es gibt ein unheimlich schönes deutsches Liedgut. Es gibt wirklich, das machen wir. Wir mögen das, wir wollen das. Ich bin aber nicht irgendein Konservativer. In Kanada? Ja, natürlich machen wir es in Kanada. Wir haben viele Deutsche, wir haben ja eine Riesengruppe von Deutschen dort. Und wenn man dann sah ein Knab, ein Röslein steht, dann verdreht ja jeder die Augen. Wenn man das wirklich mal singt, wenn man das wirklich mal hört, mit der wirklichen entsprechenden Einstellung, da gehen die Emotionen hoch und es können sogar Tränen fließen. Und ich weiß, wie das in dieser heutigen Welt sich anhört. Bin mir aber nicht zu schade, das hier zu sagen. Im Gegenteil. Ja, finde ich schön. Ich kriege Gänsehaut. Du hast absolut recht. Nur kriegen wir überhaupt hier noch irgendwas hier backen? Oder würdest du sagen, das war's für Deutschland? Das war's. Krass. Also sollte man dann doch möglichst ein Seminar bei dir besuchen? Nein, das wäre es jetzt, genau. Nein, es gibt ja einen danach. So, darauf sollten wir uns konzentrieren. Wenn ich sage, das war's, natürlich, dann es ist ja alles im Wandel. Das war's bedeutet, es gibt ja auch einen danach. Wer sich vorbereitet für sich individuell und gut gesichert ist und die Strukturen und die Architektur verstanden hat und gelernt hat, im Prinzip wieder zu sich zu finden und sich diesem Wahnsinn zu entziehen. Das ist ja ein Wahnsinn. Ja, man sieht den Leuten teilweise durch die Augen Leere auf die Schädelrückwand. Und da ist irgendwo nichts mehr zwischen und was ist inaktiv. Und das ist wieder zurückkommen und wieder einfach sein. Das geht. Nicht passiv, aber nicht träge, sondern aktiv sein. Könnte ich jetzt umarmen? Komm mal her. Nee, das ist so schön jetzt. Das ist wirklich schön. Wunderbar. Wirklich, ich spüre. Merkst du, das ist doch schön. Du bist da noch ein Stück weiter mit deinem Kanada. Bei mir ist es so, du hast uns jetzt mal besucht in unserer Gegend, wo wir unsere Aufnahmen machen. Mhm. Und ist ja relativ bescheiden, aber wir leben ja, wie du hier siehst, auch voll mitten in der Natur. Mhm. Und wenn ich ab und zu mal in die Stadt fahre, was sehr selten ist, dann muss ich genau das bestätigen, was du mir gerade gesagt hast. Das muss für dich ja noch schlimmer sein, wenn du aus einer Wildnis kommst, wo die Berge, weiß ich was bei dir alles da ist, nur die pure Natur. Ja. Und du musst diesen Wahnsinn ertragen. Also ich spüre es jetzt schon, wie gesagt, ungefähr alle zwei Wochen fahre ich einmal nach Berlin und sage, es ist für mich eine geistige Vergewaltigung, das Hochhaus zu sehen. Für mich ist es, wenn ich in Frankfurt auf dem Flughafen lande und das geht, bis der Flieger in der Luft ist, so lange hält das auch an. Wenn man raus ist aus diesem Land, merkt man es ja, wenn man hier wohnt die ganze Zeit und du bist wahrscheinlich feinfühlig genug, das zu erkennen. Die meisten erkennen es nicht. Wenn man aber aus dieser Freiheit tatsächlich kommt, diese empfundene Freiheit, Kanada ist ja nicht das gelobte Land, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Wir leben dort wie in den 60er Jahren.
Wie in den 60er Jahren. Man hat also quasi da noch ein Hotelzimmer, wenn man da reingeht. Da gibt's noch einen Linoleumfußboden in einem dezenten Suizidgrau. Und da sitzt man dann drin und fragt sich, wie kann man denn so einen Fußboden hier reinlegen? Aber man gewöhnt sich dran und man hat hier wirklich ein gutes Gefühl. Es ist eine völlig andere Welt, in der man lebt. Im tiefsten Inneren sind ja so, glaube ich, die meist viele Leute in sich drin, die merken, dass ihnen irgendetwas fehlt. Und wenn sie, ich kann es jetzt mal bestätigen für die Gegend, wo ich hier wohne, da gibt es ein, ich sag mal, Strandbad ist viel zu viel gesagt. Mhm. Alles, was sich da verändert hat, ist nur die Währung. Mhm. Also du denkst, du bist in der ehemaligen DDR, da bricht alles auseinander. Mhm. Jetzt kommen sie, ich habe zwei enge Freunde, einen kennst du mittlerweile, hast mit dem telefoniert, mhm. Wo man denkt, so Schickimicki-Typen, die legen darauf Wert, dass die einmal im Jahr zu mir kommen, ist Kult, mhm. und gehen in dieses Strandbad. Also quasi du denkst, du bist in der ehemaligen DDR, ich hoffe, dass ich jetzt auch nicht als Nazi gebrandmarkt werde, da gibt es auch keinen mit Migrationshintergrund, weil es viel zu weit weg, aber ich spüre, muss ich mal positiv in die Sachen beenden, dass die Leute es schön finden. Also was du gerade mit diesem suizidgrauen Teppich erzählst, ist dort genauso. Also wenn du kommen würdest, ganz dann schicke ich mir, um Gottes Willen, wie sieht es bei euch aus? Also, die Bretter sind kaputt da. Es ist so. Und mit Thorsten Schulte. Ja. Schönen Gruß an Thorsten Schulte, der hat mich mal besucht. Letztes Jahr war kurz hier, der Silberjunge. Und er hat gesagt, Thorsten, wollen wir mal hin? Thorsten, klar. Da kennst du, sind wir hin? Frag ihn mal bitte. Der hat sich nicht mehr eingekriegt. Mhm. Ich bin mit dem rüber schwamm über den See und zurück, hat sofort bei Facebook natürlich gepostet, wie toll inspirierend das war. Ja. Also wir brauchen nicht unbedingt diesen Wahnsinn, diesen Luxus, diese kalte Stadt. Absolut nicht. Ich kenne es in Kanada. Also wir leben teilweise ganz einfach. Und ich laufe da mit Gummistiefeln über mein Grundstück und bin einfach nur glücklich und atme tief durch. So ist es. Schön, Andreas. Hast du noch eine Schlussbotschaft an unsere Zuschauer? Wir haben bewusst jetzt, weil ich habe keine Lust mehr wieder anzuhören, geht's weiter, war so spannend, geht's weiter, aber dann sitzen wir irgendwann hier, dann kannst du wieder die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Wir müssen ja irgendwann mal aufhören. Die Gefahr besteht bei mir nicht. Ne? Hast du noch für die Leute eine Schlussbotschaft, wo du sagst, okay, ich bin jetzt mal hier und die wirklich die Sorge haben, was du jetzt hier sagst, dass viele, wenn drüber nachdenken, sagt, das ist eigentlich vor, du hast gesagt, über die Zeit danach nachzudenken. Was sollen sie tun jetzt? Was sollen sie im Hier und Jetzt tun? Eine Vorbereitung auf der sachlichen, geistigen und finanziellen Ebene, und zwar alles, drei. Viele reden davon, wie sieht die Zeit jetzt aus, wenn es mal kracht? Wie sieht die Zeit ganz nüchtern aus, wenn wir beispielsweise einen Stromausfall haben, wenn kein Wasser mehr läuft? Die Leute reden darüber und sagen, okay, ich habe mir da ein Chemieklo gekauft, das liegt unten im Keller, aber sie haben es noch nie benutzt. Man sollte wirklich mal die Krise üben, und zwar ganz sachlich und ganz nüchtern und gleichzeitig sich parallel geistig versuchen zu festigen und natürlich auch nicht vergessen, seine Finanzen zu regeln, indem man sich von solchen Dingen wie Lebensversicherung, Bausparverträgen und so weiter im Normalfall trennen kann. Das sind wirklich ganz einfache und nüchterne Dinge, weil die sind wichtig und viele Leute sind dabei, dass sie sagen, ich würde ja gern was tun, aber ich weiß nicht genau was und ich muss irgendwie noch mehr darüber wissen. Kaum jemand entscheidet irgendetwas. Mhm. Kleine Entscheidungen sind wichtiger als große, die immer nur in der Planung bleiben. Das ist wichtig. Und wir müssen wirklich sehen, es wächst ja schon etwas heran, das tibetanische Sprichwort. Ich glaube, das hast du auch öfters mal gebracht. Ich habe es dann auch irgendeinem Buch verwurstet, mal vor Jahren. Ein Baum, der fällt, macht mehr Lärm als ein Wald, der wächst. Und wer jetzt anfängt, zu dem jungen Wald zu gehören, der heranwächst, durch Vorbereitung, vernünftig, sachlich, Gleichgesinnte suchen, mit Menschen zusammenzukommen, sich auszutauschen, beispielsweise in den Leistungen. Das sind wirklich ganz nüchterne Dinge, um die Ruhe reinzubekommen. Denn wer nicht in der Lage ist, morgen seine Miete noch zahlen zu können, dem kann man noch 20 Mal sagen, du sollst um irgendeinen Totempfahl tanzen und umsingen. Das bringt alles nichts. Der muss sehen, dass er was zu futtern hat und hat Angst, unter der Brücke zu schlafen. Hier sind die wichtigen Dinge, sich zu arrangieren mit dem System, soweit es irgendwie sein muss, aber so wenig wie irgend möglich. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Sehr schönes Gespräch. Danke dir. Wunderbar. Wollte dir jetzt Dankeschön noch mein neuestes Buch im Zeichen der Wahrheit mitgeben, dass du im Flieger was zu lesen hast. Wunderbar, prima. Aber vielen Dank fürs Vorbeikommen. Danke dir, mein Lieber. Dankeschön. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Sendung bei Schrank TV Talk. Euer Heiko Schrank.